steht der siebte Lake Run hier am Möhnesee an. Einer, der die Bewegung ziemlich lange begleitet, Marco Seifert. Wie ist der Sport mittlerweile zu bewerten? Ich finde, in den letzten Jahren ist er immer professioneller geworden. Viel, viel technischer, wenn man überlegt, es hat mal in Weeze angefangen mit einem Schlammlauf, der 20 Kilometer war. Oder 15, kommt immer auf die Strecke an, wie die gemessen haben. Und sich jetzt so entwickelt haben, dass es eigentlich diese Standardhindernisse, die es am Anfang gab, ein bisschen über Schlamm, ein bisschen über Holzklettern, gar nicht mehr gibt, sondern viele, viele technische Sachen. Ist das eine sehr positive Entwicklung, die ich sehe. Und auch die Masse an Läufen. Wir hatten 2006 sechs Läufe und jetzt hat man in Deutschland knapp 140, 150 Läufe. Das ist schon eine schöne Sache.